Oh, ja, ich weiß. Wir sind in dem Komplex, wo wir die Marines unterstützen müssen. Die sind überfallen worden. Genau, hier, da. Ah, die neue Maus ist schon cool, ne? So. Aber hier, Sonntag war ja Fortnite. Da habe ich ja hier die DPI ein bisschen runterschrauben müssen. Hier habe ich sie jetzt wieder hochgeschraubt. Obwohl, muss ich das? Ja, lassen wir so. Auf jeden Fall. Ach, stimmt. Wir haben eine Taschenlampe. Wie stecke ich die Waffe nochmal weg? Nee. Oh, Granate. G ist es nicht. R ist es, glaube ich, ne? Ja, genau. R gedrückt halten. Alter, was ein Sprung. Barrett. Keine Spiegelung. Da merkt man, dass ich runtergeschraubt habe. Boah, Geld. Aha. Gleich mal ausgeraubt hier. Kaffee. Na. Unnötiger Helm. Granate. Mine. Mine. Muni, Muni. Ah, nehmen wir doch alles mit hier. So. Ein Fondue. Ah, ne. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wo man die Dinge spalten kann. So, ja. Ah gut, wir kriegen angezeigt, wo wir hin müssen. Ich wollte gerade sagen, wo müssen wir denn hin? Ja, die haben wir schon leer geräumt. Die haben wir schon leer geräumt. Da waren wir überall drin. Jetzt haben wir alles fertig. Okay. So. Da müssen wir runter. Eine Etage tiefer. Hier war die Treppe, ne? Genau. Bitte. Da. Nehmen wir mal die. Oh. Wie kann ich denn Waffen wechseln? Geht das nur übers Menü? Nein, einfach zurück. So. Hier geht das nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Hier kann ich doch bestimmt auch Waffen hinterlegen. Geht das? Warte mal. Das probieren wir jetzt mal. Inventory. Waffen. So viel habe ich gar nicht. Mit Ausrüstung vergleichen, untersuchen, sortieren, Favorit ablegen. Ha. Die macht halt schon geilen Schaden, muss ich zugeben. Die aber auch, und dann war 120 Schuss. Na ja, können wir bleiben, einfach mal bei der Ding. Trotzdem will ich mal. Was ist denn, wenn ich jetzt auf. Aha! Oh ja, danke Toffel. Trinken vergesse ich immer. Schmeckt alles besser aus der Mischeltasse. Checkt den Shop jetzt auch in Schwarz für Links- und Rechtshänder. Prost. Ah, gutes Wasser haben wir hier. So, pass auf. Mache ich das mal so. Und das machen wir auch so. Machen wir die mal da rein. Das ist das Lasergewehr. Pistole. Oh, legendäres Gewehr mit 962 Schuss. Das nehmen wir natürlich auch mit. Packen wir mal dahin. Okay, cool. Also, Q und so. Beautiful. Beautiful. So. So. Hä? Geh weg. Was ist das? Ha. Aber ich kann doch mit F mir den Weg anzeigen lassen, oder? Hä?
Wieder hoch. Und hier runter, okay. Oh. Unser Zuhause. Unsere Freunde. Oh, was ein Rückschlag. Verstehen Sie? Munition. Ah, Inferno-Mine. Klingt gut. Aha. Im Office, okay. Weg! Lass mich doch raus! Habt ihr das gesehen? Granate! Runter, runter, runter! Oh, halt! Halt, halt, halt! Hier! Okay, wir nehmen doch die Lüge wieder. Die. Nein! Lade schneller! Boah, ich häng. Okay, warte, 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 warte. Ich brauch Gesundheit. Oh, viel besser. Alter, stirb! Was ist mit dir? Moin. So. Mit. Oh, halt. Falscher Knopf. Einpacken. Das ist ja ein geiles Emote. Aufhören, Private. Es zählt nur, dass Sie jetzt oh, da sind. Neue Grendel. Wen haben wir hier? Noch jemanden, der forscht. Ja, ja. Lass mich erstmal gucken. Ohne Sie wären wir noch. Credits. Nö. Erdebraupilzdose. Nee. Geld. Ist immer gut. Was haben wir denn hier? Ein Entermesser. Mitnehmen können wir verkaufen. Credits. Druckdruck. Beryllium. Und Membran können wir immer gebrauchen. Das ist leer. Credits. Noch eine Grendel. Ja, pack sie erstmal ein. Wir gucken dann mal. Wenn wir überladen sind, müssen wir wieder Sachen wegwerfen. Sonst verlieren wir Sauerstoff. Produzieren Dingens. Stickstoff. Und vergiften uns langsam. Da wollen wir ja nicht. Aha, Medipack. Okay. Gut, gehen wir erstmal zu der Lady. Bei dem waren wir schon, oder? Nee. Eier. Wir brauchen Eier. Da haben wir noch ein bisschen Munition. Okay. Hallo, Captain. Du siehst nicht aus wie ein Marine. Und auch nicht wie von der Miliz. Wer bist du? Ich gehöre zur Constellation. Ich habe eure Notrufe empfangen. Genau. Wie bitte? Wusste gar nicht, dass ihr so viel drauf habt. Ja, sicher. Captain Mayong, UC Marines. Veteranen der Koloniekriege. Schild des Paduk-Passes. Bester Marine. Sehen wir das Mikro? Naja, jetzt geht's. Und dieses große Kam mir gerade so leise vor. Wäre sie nicht so eine verdammt gute Soldatin, müsste sie die nächsten 10 Jahre Latrinen putzen. Ihr habt Leben gerettet und das werden wir euch nicht vergessen. Latrine. Selbst ich kenne dich. Bei den UC bist du ein großes Ding. Eigentlich habe ich nur überlebt. Glaub nicht alles, was du in den Nachrichten siehst. Die Nachrichten sind meistens eine langweilige Reality-Show. Der Captain und ihre Marines? Tja, ohne sie wären wir jetzt alle tot.
Ihr gehört zu Freestar, seid aber zuallererst Sandlatscher. Ich wollte Sandlatscher. Euch nicht einfach diesen räudigen Spacern zum Fraß sind wir jetzt bei Dune? Verdammt schön, dich kennenzulernen. Unglaublich, dass das für das UC Kommando K ist. Was ist am Paduk-Pass geschehen? Deswegen hilfst du ihnen? Ihr habt doch gerade erst noch Krieg geführt. Verdammt schön, dich kennenzulernen. Du hast Kampfgeist. Den können wir gut gebrauchen. Wir haben uns hier einen Hinrichtungsaufschub erkauft. Aber der läuft auch irgendwann aus. Die Mistkerle sind unorganisiert und ohne Disziplin. Aber sie haben Raumschiffe. Und wir nicht. Deswegen können sie Verstärkungen herbringen, bis sie uns zahlenmäßig überlegen sind. Und dann schlagen sie zu. Hart. Ach so, jetzt verstehe ich das mehr. Du hast das Gigantifizieren ausprobiert. Nutze keine Bits. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall. Aber das ist so eine Abzocke. So eine Abzocke. Naja. Was ist das für 100 Bits? Zahlst du 1,59 Euro und die sind 1 Euro wert. Ne? Sprich, der Streamer bekommt 1 Euro und die Gebühr von 59 Cent, die zahlst du. Und das finde ich heftig. Das ist, naja, muss natürlich jeder selber wissen, aber ich finde, das ist eine Abzocke. Ne, diese Umrechnungsgebühr von 59 Cent pro 100 Bits. Aber cool. Hat das Bildschirm Celebrations geklappt? Ich sehe das ja nicht. Das sehen ja nur die Zuschauer. Aber schon geil mit dem Let's Rock. Hehe. Klingt so, als hätten wir alle Hände voll zu tun. In ein paar Jahren habe ich aus dir einen eisenharten Marine gemacht. Genau. Ich habe ein dringendes Problem, Captain. Ich habe Truppen und Zivilisten im Feld. Die werden von den Spacern ausgeschaltet. Ich kann sie nicht sitzen lassen. Dann wärst du auch ein verdammt schlechter Anführer. Aber wir brauchen jeden, um die Verteidigungsanlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Mahoney meinte, laut ihrer letzten Übertragung hätten sie Probleme. Könntest du vielleicht schon beim Thema Hightower waren. Fliegen und alle Spacer ausschalten? Wer A sagt, muss auch B sagen. Na komm, ich erledige das. Sie melden sich nicht mehr. Hoffentlich gibt es noch Überlebende. Mach es schnell und effektiv. Immer. Jo. Guck mal, hier kann man sogar raus. Kleine Abkürzung. Jetzt? Ich wusste gar nicht, dass sie einen Balkon haben. Okay. Hey ho, let's go. Ich kann mich gar nicht mehr so... Schnee? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Leer. Hat man das gesehen, wie wir da hingekommen sind? Ah, doch, ja, jetzt erinnere ich mich. Okay. Rein mit uns. Mhm. Ich liebe diese wunderbar künstliche Luft. Woran denkst du gerade? Etwa an. Aus dem Weg. So. Nachtgeschichte? Das ist schon creepy. Gerne. Das sollte ich aber schon lange nicht mehr für dich machen. Und machst du auch lustige Schwerden für die Figuren? So, als ich noch klein war? Warum willst du denn nicht? Fantastische Aussicht. Vielleicht ein bisschen zu laut, oder?
Machen wir mal so. Ja, Digga. Also das ist... Ich finde das echt blöde gemacht hier, ne? Mit dem... Anfliegen und so weiter. Landen. Hätte man doch direkt hinfliegen können. Aber ja. Loading Gate nennt sich das. Fahrwerk bereit. Runter mit uns. So, raus da. Mal gucken. Minus 16 Grad. Hui. Wow. Starke Anziehungskraft hier. Oh, ich kann auch Dinge scannen, ne? Muss ich sogar. Oh, da hinten ist was. Aber es ist weit weg. Wieso kann ich den nicht scannen? Kann ich jetzt scannen? Oh, wie sie schreien. Alter. Okay, war vielleicht ein Fehler, die anzugreifen. Schalte die Spacer im Forschungslager aus. Okay. Ah, der Rückschlag ist halt blöd von dem Ding, ne? Nochmal die Knarre. Was liegt hier? Beryllium oder was? Uran. Mhm. Okay. Laden sollte man vielleicht. So. Nähern wir uns mal vorsichtig. Und checken mal die Lage. Überlegen, wie kann man denn Verstöße? Okay, da müssen wir rein. Oh. Rückschlag, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal dahin. Da kannst du nicht schießen. Huthorn ist immer gut. Pfirsich ist gesund. Geld. Das können wir sicher brauchen. Ja, klar. Alter,
Frierst du nicht? Das sind minus 16 Grad. Digga. Hm. Oh, kein Rucksack. Oder? Kann ich den vergleichen? Nein, nicht wirklich. Nimm einfach mal mit. So, könnten wir auch mal ein bisschen Energy auftanken. Das war's schon. Mehr nicht. Oh, eine Lampe. So, da hinten war was versteckt, habe ich von weitem gesehen. Geld. Okay. Ich hätte schwören können, ich habe zwei gesehen von da oben. Von den Kisten. Na, okay. Ein bisschen geblutet. Ja, schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Oh, ein Puff. Und meine Puff. Gefangene. Wir sind jetzt in Sicherheit. Ja, ja. Geh zum Lieutenant. Topf. Okay. Richte Torres meinen Dank aus. Licht an hier. So. Rede. Private Mahoney hat gesagt, ihr würdet kommen, aber ich wusste nicht, ob wir durchhalten. Nicht alle haben es geschafft. Aber du bist heldenhaft. Das höre ich oft. Könnte von mir sein. Du solltest deinem Leutnant danken. Er hat dafür gesorgt, dass ihr nicht sterbt. Na? Die Spacer haben ein paar ihrer Schläger abgeladen. Ich konnte die meisten von uns in den Schutzraum bringen. Wir konnten sie vom Schutzraum abhalten, aber die Zeit war nicht auf unserer Seite. Dann seid ihr aufgetaucht. Das war Torres? Der ist so naiv. Torres? Okay. Mahoney meinte, wir sollten uns verstecken. Wir warten in einer Höhle in der Nähe, bis das alles vorbei ist. Keine Sorge, ich passe auf die Zivilisten auf. Die Spacer sind furchtbar. Absolut. Oh, hier. Mini-Pack. Okay. Dann geh mal wieder. Boah, ist da oben. Aber ich kann doch... Wie war das denn mit dem Fernrohr? Weißt du, was ich meine? War das das Spiel überhaupt? Naja, aber das ist das Ding. Oh. Was haben wir denn hier übersehen? Credits liegen da einfach so rum. Schicke Solarpanels für so einen dunklen Planeten. Ah, es wird hell. Sonnenaufgang. Da kommt's ja. Komm, komm, höher, höher, höher. Cool. Was fliegen da für Viecher rum? Hey, Injuice. Ja, trinken, dankeschön. Alles schmeckt besser aus der Mischeltasse. Prost. Und check den Shop. Ja, nächste Woche habe ich Urlaub. Da werde ich mehr Produkte hinzufügen. Aber ein bisschen was ist schon da. Guck mal, die Beleuchtung. Also, Schatten.
Nice. Oh, wieder so ein Vieh. Ja, komm doch. Aber ich kann die nicht. Okay. Und was geht bei dir, Angels? Alles, mich nicht, alles klar? Ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schuppen. Der Uta. Aber geil, wie sich das alles verändert. Letzter Schluck war ja schon etwas her. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich sag's dir genau. 22 Minuten. Ja, natürlich darfst du einen Wunsch äußern. Was hast du in mind? Also wie gesagt, es gibt auch Handtaschen, es gibt Rucksäcke, es gibt Flipflops, Sneakers, Plüschtiere, es gibt so viele Dinge. Du siehst gut aus. Ja, ich weiß. Geh weg. So. Oh Gott, ich trete buchstäblich in deine Fußstapfen. Wie cool ist das denn? Wie wäre es auf der Tasse eine Alternative, nur mit deinem Logo und eben dein Name drunter statt dem Link? Könnte man machen, ja. Ich dachte mir nur, dass das nicht so relevant wäre, weil das ja dann eigentlich so die Tasse für der Papa ist quasi, ne, mit meinem Namen drauf. Aber natürlich, gerne. Gerne. Ich habe sogar irgendwo... Warte mal. Ich schreibe mir das auf, sonst vergesse ich das wieder. Weil ich werde wohl erst am Montag oder so dran rumbasteln. Bis dahin habe ich es vergessen. Ich habe es wahrscheinlich nachher schon vergessen, wenn ich hier beende. Oh, hier. Kann man das? Nee, kann man nicht. Hyundai Business. Oder Hyundai Business. So. Tasse mit dem Avatar, meinst du, ne? Also, ist ja auch drauf, ne? Ja. Mit dem da. Ich habe ihn auch heller gemacht auf der schwarzen Tasse. Das ist ein bisschen dunkel. Ich meine, das sieht jetzt eh dunkel aus wie in echt, aber ich habe es heller gemacht auf der anderen. Okay, Tasse mit Logo. Plus Name. Ja, cool. Ist notiert. Avatar, genau. Sehr gut. Wir leben auf einem Raumschiff. Da funktioniert ja, mach ich. Kein Ding. Also vielleicht mache ich schon jetzt am Wochenende. Aber geplant habe ich mal für Montag. Es ist extrem unhöflich vom Universum, dich nicht überall mit einem Feuerwerk zu begrüßen. Für einen Star wie dich wäre das doch das Mindeste. Nö. Also da, also ich habe nicht dafür Urlaub genommen, aber ich will den Urlaub nutzen, um solche Dinge aufzuholen. Ich habe ja jetzt die neue Homepage da, die habe ich ja gemacht, wo ich krank war. Mit dem Handy eben schnell. Also, es ist eigentlich nichts Halbes, nichts Ganzes. Dafür finde ich aber, ist sehr gut gelungen. Also, ich werde da auch nicht viel verändern, tatsächlich. Erstmal nur Produkte hinzufügen. Vor allem auch für Kinder, das sind Kindergrößen dabei. Und dann schauen wir mal weiter. Wie wunderbar das genau, ein Feuerwerk für Michel und immer einen Planeten sprengen, jawohl. Gestern habe ich ein Thumbnail gesehen auf YouTube. Starfield ist das bessere Star Wars. Wenn wir schon beim Thema Todesstern sind und so. So, was mit dir, Torres? Ohne Schnorres. Das Forschungslager wäre sauber. Ach, was würden wir nur ohne dich tun?
sterben. Wahrscheinlich in irgendeinem Grab vergessen. Oh, mein Herz. Ein Zeus. Wunderschönen guten Abend, junger Mann. Wir beschützen die Zivilisten und lassen keine Soldaten. Mir geht's so gut, wie es sein muss. Wollte die Business-Gedanken nicht stören. Nein. Alles gut. Alles gut. Hab ja zwei Ohren. Beziehungsweise Augen. Ich lese es ja. Was eine Beleidigung. Warum? Weil jemand anders schon hier trinken gedroppt hat. Zeus ist vor die Tür gelaufen. Dreimal. Bum, bum, bum. So. Das ist ein hehres Ziel. In diesem Geschäft ist nicht viel Platz. Star Wars wurde beleidigt. Also müssen wir an dem festhalten, was wir haben. Naja, sagen, erzähl uns von deinem Plan. Da ging es um das Outlaws, was da im August rauskommt. Die Spacer haben noch nicht angegriffen, aber Männer hinter dem Kamm abgesetzt. Klar wird es super geil werden, aber nicht so, wie man es erwartet hat. Also müssen wir unsere Schiffe. Deswegen, Starfield ist das Bessere. Star Wars, anscheinend. Ihr haltet mich ziemlich auf Trab. Naja, macht das doch. Als Marine ruht man sich nur im Grab aus. Jawohl. Da stimme ich zu. Wir können nur standhalten, wenn wir sie von ihren Leuten abschneiden. Wo wir gerade bei Star Wars sind. Wenn du sie Spaceballs 2, ehrlich? Möge der Saft mit dir sein. Oh, das wäre so geil. Durchkämmt die Wüste. So ein abgefahrener Film, ey. Barrett. Bin ich auch? Ne, warum habe ich alles an? Na, ist egal. So. Spaceballs 2. Cool. Lebt Mel Brooks eigentlich noch? Der war doch damals schon uralt. Skyrim schon wieder. Eieieiei. Hast du auf YouTube gesehen? Da hat einer in Unreal Engine 5, ne, in der 5.4, in der aktuellen, hat der die Skyrim-Map nachgebaut. Alter, sieht das aus. Ach du Scheiße. Richtig geil. Wie heißt das? Weißfels? Weißenfeld? Weißfels? Die erste Stadt? Boah. Und auch so die ganzen Gebirge und Höhlen und Bäume. Alter. Aktiv? Oder baust du nur ein Haus? Boah, jetzt habe ich den Faden verloren. Boah. Scheiße, Teufel. Helf mir auf die Sprünge. Meine höchste Fähigkeit ist Illusions Magie. Ja, Magie, ja, war nie so meins, sag ich mal. Auch cool. Ach so, es geht um Skyrim. Konnte man da Häuser bauen? Sicher?